Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear Part 4. Ja, meine Freunde, 4 Part 4. Wisst ihr, was das heißt? Ich werde wieder psychisch draufgehen und weinen. Aber ich habe mir eine extra saugstarke Windel angezogen, deswegen kann das gar kein Problem werden, würde ich sagen. Ihr habt mir übrigens gesagt, dieses Gemälde, als ich im letzten Part gesagt habe, das sieht aus wie so Höllenmonster, so wie so gruselige Figuren, die schweben aus der Hölle so und so zeigen, so, das waren eigentlich Flamingos. Ja? Dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Es sind wirklich Flamingos. Ich war wieder geistig gestört irgendwie und dachte irgendwie, es wäre ein Höllenmonster. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es hat auch jemand geschrieben, wieso spiele ich das Spiel eigentlich, wenn es mir keinen Spaß macht? Es macht mir schon Spaß. Außer wenn es halt gruselig wird. Dann macht es mir keinen Spaß mehr. Wisst ihr, was ich meine? Dann sterbe ich nämlich. Dann sterbe ich vor Angst. Aber jetzt geht's weiter. Und wir waren gerade im Aufzug. Ja. Wisst ihr, was? Scheiß drauf. Es ist doch nur ein Spiel, oder? Ich hab keine Lust mehr. Wisst ihr, was ich meine? Nee, leck mich im Arsch. Ich geh jetzt einfach raus, Alter. Versuch mich nicht. Hallo? Okay, ich sterb gleich. Wisst ihr was? Ich hab keine Lust mehr. Wir gehen erst links rein, okay? In die linke Türe. Also machen wir's. Die Türe ist zu. Die Türe ist zu. Hihi. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer Hurensohn schließt die Türe zu? Was ist denn das hier für ein Hausmeister? Richtige Missgeburt. Schöne Vase. So, meine Freunde. Wir haben hier die Wahl zwischen drei Türen. Rechts, geradeaus, links. Wo gehen wir lang? Wir gehen zurück. Nein, okay, wir gehen rechts lang. Wow, Wicker, wow, die ist zu. Die ist zu. Dann müssen wir wohl geradeaus. Oh, wer hätte das gedacht? Oh, die ist auch zu. Oh. Leck mich, Alter. Jetzt kommt ein Jumpscare, ich dreh mich um. Wisst ihr, wieso machen die Spielemacher sowas? Die wollen mein Gehirn ficken, die wollen mich töten, die wollen mich umbringen. Wieso machen die sowas? Wieso entwickeln die so ein Spiel? Wem gefällt sowas? Wer spielt sowas in seiner Freizeit? Wer schafft es geistig und seelisch? Ich nicht. Hä? So, wir versuchen jetzt nochmal alle Türen aufzumachen, okay? Jetzt ist die Türe offen. Jetzt ist die Türe offen. Ha! Okay, gehen wir rein. Hey, wer hat die Türe aufgemacht? Wollen Sie spielen? Wollen Sie einen in Ihr fettes Maul oder so? Ich habe keine Süßigkeiten, ich habe eine Faust und die steckt gleich in deinem Gesicht, Alter. Ein Stuhl. Okay, machen wir so. Ich schaue euch an, okay, und dann hole ich den Schlüssel. Okay, meine Freunde, ich habe den Schlüssel. Sollen wir jetzt zurückgehen? Sollen wir zurückgehen? Soll ich mich einfach voll heftig umdrehen, so wie es Kronk immer macht? So, Kronk hat keine Gefühle, dreht sich einfach um und wisst ihr, das ist ein echter Mann. Ich bin Hurensohn. Das Spiel fickt mich. Wer spielt da Gitarre? Klavier. Was für Gitarre? Hä, wo bin ich? Nein! Der Raum hat sich schon wieder verändert! Das darf nicht wahr sein. Geräusche! Ja! Baby, baby, baby! The was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Nicht schon wieder Notenblätter. Da habe ich schlechte Erinnerungen dran, wenn ihr wisst, was ich meine. Opern Moonwalk-Style. Hey! Sexy Lady. Weil, wisst ihr, ich habe keinen Bock, diesmal zu erschrecken. Ich habe echt keinen Bock drauf. Wir gehen einfach rechts lang. Okay, die ist zu. Wieso kann man eigentlich die scheiß Schränke immer aufmachen, wenn nichts drin ist? Was ist denn los? Alter, Leute, ich hab keine Lust mehr. Das Spiel, Alter, nein. Achso, ich muss die Türe zu mir herziehen.
ganz viele Treppen. Oh. Ich habe keine Lust auf den Dachboden. Ich will nicht auf den Dachboden, aber wir gehen jetzt einfach mal hoch. Okay, scheiß drauf. Wow. Heilige Scheiße. Da brennt's ja. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-E-D-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Oh, du kleiner Hurensohn! Uah! Uah! Okay, ist alles gut, da war nur so ein Baby drin. Das macht doch nichts, ich mein. Ja. Oh. Wisst ihr, was ich an dem Spiel nicht so mag? Ich fang immer gleich nach 10 Minuten fang ich an zu zittern. Mein ganzer Körper zittert, ich hab so Angst. Das ist auch so gruselig aufgebaut, dieses verschissene Haus, Alter. Wer baut sowas? Das ist immer eine Warnung. Mein Controller macht immer so ein kurzes Geräusch. So. Was ist das? Okay, wo soll ich lang? Und hier sind ganz viele Türen. Oh. Oh, endlich mal wieder ein Brief. Das freut mich aber. Ach du Scheiße. Ja, okay, das sind halt ein paar Symptome der Schizophrenie, also... Ja, so ein Zeug halt, keine Ahnung. Dass man einfach wie ein geisteskranker Psycho rüberkommt. Ja. Genau, das ist eigentlich das, Hey, Maus! Wo ist die hingerannt? Ja, voll an der Mausefalle vorbei. Kleine Drecksau, ich krieg dich noch. Hinter mir ist eine Türe zugegangen. Ich hör auf. Ich hör auf, Alter. Hinter mir ist was. Hinter mir ist was. Okay, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus, wisst ihr was? Immer dahin, wo es eigentlich am schrecklichsten aussieht. So einfach so hinlaufen, so voll cool. So voll gechillt. Ey, yo, ich hab's drauf, Baby. Baby. Entscheide dich. Ich hab mich entschieden, ich hör auf. Okay, wir können entweder links die Türe aufmachen oder wir gehen geradeaus. Was machen wir, meine Freunde? Was machen wir? Wir gehen links. Einfach so. Weil rechts ist immer schlecht, links ist gut. Nee, links ist eigentlich auch schlecht. Okay, gehen wir geradeaus. Oh, da ist der schwule Elch schon wieder, Alter. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Der Elch ist böse. Guck mal, wie der guckt so. Hallo? Mr. Elch? Ich mag die Atmosphäre hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Lagerfeuer. Der Raum hat irgendwie so eine ganz schlimme Atmosphäre. Da ist eine weitere Türe. Irgendwie gefällt mir der Raum ganz und gar nicht. Eine Statue. Hallo? Ein Globus. Oh ne, das ist nicht gut, wie ich ihn drehe. Ja, mir auch nichts. Okay, dann müssen wir wohl oder übel die Türe aufmachen. Wir laufen einfach geradeaus. Ich meine, es kann doch gar nicht... Ah, Jesus Christus! Jeremias, Alter! Fucking Jerusalem! Heilige Scheiße, Alter!
Fuck! Raus hier! Raus hier hin! Weg hier! Fuck! Ich meine, es kann doch gleich. Jesus Christus! Wow! Wir reisen in eine andere Dimension. Was heißt das hier, Zahlen? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Soll ich denn da rein? Egal. Hui! Wow! Wow, 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 wow. Okay. Was? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was habe ich jetzt getan? Ich esse erstmal eine Traube, Alter. Keine Ahnung, was ich jetzt getan habe. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall die Türe auf. Was war da überhaupt? Was war das? Ich habe nicht hingeschaut. Boah. Das Licht. Bin ich tot? Reiß dich in den Himmel. Wir werden es gleich erfahren. Ich glaube, der Hund ist tot. Sieht aber echt sexy aus. Alter, was ist da passiert? Voll creepy, was haben wir hier? Okay. What the fuck? Was sind das immer für Geräusche? Das ist voll gruselig. Das ist richtig abgefuckt. Ein richtig abgefuckter Scheißdreck. Und was ist das für ein Scheiß? Willst du das auch? Nee, ich will gar nichts. Ich will heim. Ich will ausmachen. Okay. Hallo? 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 Okay. Ich spiele jetzt einfach so. Ich hoffe, es ist okay für euch, aber ich halte es nicht mehr aus. Ja, so können wir doch gleich mal einiges anschauen. Oh. Okay, eine Türe. Okay, eine Türe. Mach die Türe auf. Abgeschlossen. Abgeschlossen, oh fuck. What the fuck? Okay, wir haben nur eine Tür. Nur eine Tür, machen wir die Türe auf, okay. Machen wir es einfach. What the fuck? What the fuck? Du scheiß Ratte, Alter, ich fick dich! Komm her! Okay. Ah!
Was soll mir? Oh, so. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Hier ist eh nie was drin. Oh fuck. Hä? Es ist die Türe aufgegangen. Okay. Alles klar. Schlüssel. Oh fuck! Verbiss sie sich! Hilfe! Hallo? Ist da jemand? Alter. Oh. Okay, scheiß drauf. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Also langsam reicht's mir. Nee, langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Das wird immer kränker. Das ist voll der Scheiß hier. Okay, Alter, wir gehen jetzt gerade rauskommen. Scheiße, Alter. Hä? Hallo? Hä? Okay. Okay, wo geht's lang? Oh fuck. No. Geräusche, okay, alles klar. Ah. Prothesendiebe. Nimmer satte Bastarde. Hurensöhne. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Ach so, der hat kein Geld mehr. So ein Loser, Alter. Geh arbeiten, du Spast. Okay, naja, wie dem auch sei. Oh! Impression des Künstlers. Ich hab ein Trophäe erhalten. Ja. Oh, fuck. Hallo? Hey, den Raum kennen wir doch, oder? Ja! Ja! Oh! Okay, meine Freunde, bevor ich die Platte in den Plattenspieler reinleg, werde ich den Part beenden und nehme dann gleich wahrscheinlich nochmal einen Part auf, hinter dem jetzt. Tut mir leid, falls ich rüberkomme wie die letzte Pussy oder so. Aber das ist doch so heftig. Könnt ihr das Spiel spielen, ohne dass ihr irgendwie Angst habt? Ich kann das nicht spielen. Ich scheiß mir jedes Mal in die Hose, Alter. Das ist echt heftig. Jetzt mal ohne Witz. Ich schwitze schon wieder wie so ein fettes Walrus, was auf Diät ist oder so. Keine Ahnung. Also bis dann. Ciao!